Mama. Kätzchen hatten wir auch nicht. Ja, unsere Kätzchen, die waren ganz süß. Die haben immer so süß, haben die auch geguckt, unsere Kätzchen. Damals nicht. Aber der Hunger treibt's rein, ne? Der Mensch strebt nach Erkenntnis, ist aber dabei eigentlich wie ein Maulwurf. Ne? Wühlt ständig im Dunkeln herum, so, strebt nach dem Licht. Und wenn er jetzt aber einmal ganz kurz schafft, den Kopf so über die Erdkrume zu stecken, ne? Da kackt ihm da gleich einer drauf. So, und dann will der kleine Maulwurf natürlich wissen, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Hat Hegel dann ein sehr schönes Bilderbuch auch zugemacht. Manche da draußen laufen einfach nur so verstrahlt herum, um in einem wissenschaftlichen Experiment zu beweisen, dass es neben der Schwarmintelligenz auch eine Schwarmdoofheit gibt. Der hier, der schirmt mich ab. Habe ich dann neulich aus Versehen auch statt auf Play, habe ich auf Record gedrückt. Und dann habe ich ein Geräusch aufgenommen aus der Mitte meines Kopfes. Und das ist auch das Geräusch, das wir hören, wenn wir unser Gegenüber vielleicht einfach nur mal küssen wollen. Und dann scheint auch noch die Sonne. Und dann vielleicht noch ein Eis. Und dann ist doch alles da. Aber weil wir das hier hören, ne, da sagen wir stattdessen dann solche Sachen wie: global betrachtet ist die Problematik aber sehr komplex. Oder vielleicht passiert bei einem selber ja gar nicht so viel, aber dadurch passiert drumherum, kommt einem so viel vor, wenn man ständig erfährt, mein Gott, da backt gerade jemand einen Kuchen in Japan und ich nicht. Na, und dann wird das drumherum so viel, ich sollte auch einen Kuchen backen, aber ich bin so müde, verdammt nochmal, die ganze Welt backt Kuchen, nur ich nicht, es wird mir alles zu viel, was habe ich nur für ein Leben, ich habe versagt. Naja, und dann bin ich zum Hufschmied gegangen und habe gesagt, nein, diesmal ist es nicht die Zahnwurzel. Ich habe ein Geräusch im Kopf. Kann man da was machen? Und da sagt er, ja, selbstverständlich kann man da was machen. Ich hau dir mit dem Hammer aufs Knie, da vergiss den Kopf. Sagen Sie mal, hören Sie mir eigentlich überhaupt zu? Ich habe Ihnen doch gerade haarklein erzählt, dass ich sowieso schon total enttäuscht bin. Ja bitte, da kaufe ich doch nicht noch die verkackten Produkte von irgendeiner beschissenen Firma, in dessen Beschwerde-Hotline sich die depressive Kundschaft schon bis zur Decke stapelt. Wie gräulich ist mein Haar geworden. Das ist nicht mehr der kleine Junge, der damals Jahr für Jahr eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen gewann. Ja gut, dieser kleine Junge war ich damals auch nicht. Also, ich werde einmal das Internet komplett ausdrucken. Dann werde ich es in einer Sinncollage so aufkleben, dass jegliche Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, von Sinn und Sinnzusammenhang sofort mit einem Blick auf diese Collage klar werden. Ihr werdet euch da vorstellen, ihr werdet sagen, ach guck, da bin ich, ach da ist der Sinn, ach das war ja einfach. Also das ist ja für, also. Aber
Moment, aber da bin ich auch. Und da ist noch ein Sinn. Und da ist noch ein Sinn. Und hier, ach, hier bin ich auch noch. Ich dachte, da dachte ich, hätte ich mich gelöscht. Meine Fenster sind so dreckig, dass ich mich nicht mehr raustrau. Alle anderen sind sauber, nur bei mir sieht's aus wie Sau. Doch wie sehr ich mich auch gräme und wie stark ich mich auch schäm. Fensterputz kann ich nicht leiden, muss es doch was anderes geben. Und ich geh hinaus mit Eimern, sammle, was ich da so find. Dreck und Unrat und auch Scheiße von Hund und von kleinem Kind. Jetzt wie sehe ich vor dem Hause alle anderen Fenster an. Feuerfrei aus allen Rohren klebt der Dreck beim Nachbarn dran. Gestern noch war meins am schlimmsten, doch wer erinnert sich schon? Heute zwischen all den Schweinen hab ich die Vorbildfunktion. Danke. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke.